Motivation war es, die Kohle-Community zu starten, damit wir Fachleute aus verschiedenen Disziplinen zusammenbringen und dann auf einer gemeinsamen Kommunikationsplattform, dass sie sich dann auch wirklich austauschen können. Ja, also ihre Erfahrungen im Bereich Data Center und dergleichen und dann so eine verbesserte Zusammenarbeit hervorzubringen, wo die Leute dann auch tatsächlich sich besser vernetzen und dann auch aus den verschiedenen Fachbereichen sich auch austauschen. Ja, weil sehr oft ist es eben so, ja, die Elektriker reden mit den Elektriker, die Klimatechniker reden mit den Klimatechniker, aber in so einem Projekt ist es unheimlich wichtig, dass die Leute sich auch untereinander austauschen und das und die Kohle-Community ist wirklich dafür da, um die verschiedenen Disziplinen zusammenzubringen. Also neben den Mitarbeitern von den Kohle-Betreibern, den RZ-Fachplaner, Spezialisten für Stromversorgung, Klimatechniker, aber auch Administratoren sind auch Technologiepartner oder sogar, sagen wir mal, Serveranbieter, Verkabelungsspezialisten. All diese Leute, die eigentlich so in dem Umfeld vom RZ sind, die sind wirklich herzlich eingeladen, um bei dem Aufbau dieser Community wirklich zu helfen. Also diese Problematik sind wir uns sehr bewusst. Ne? Also es ist sicherlich auch ein gewisses Konkurrenzdenken kann man sicherlich nicht ausschließen. Wir wollen aber nicht, dass es irgendwie so eine Marketingplattform wird. Ne? Also wo Hersteller nur über ihr eigenes Können, über ihre eigenen Produkte reden. Also wir wollen das schon so herstellerneutral gestalten, ne? Also dass es wirklich um Meinung und Erfahrung geht und nicht nur ja, so Promo-Videos von bestimmten Produkten wird. Ne? Also es geht uns wirklich um den Austausch. Das ist für uns eigentlich das Wichtige. Sehr gerne. Also von Interesse für alle Mitglieder der Community sind Themen wie, Computing, DC-Infrastruktur, also die Trends, die es da gibt. Ja, also Hyperconverge ist sicherlich so ein Thema. Portbasierte RZ-Konzepte, ja, also dass man wirklich so mit Standardbausteine ein RZ aufbauen kann. Aber auch moderne Cooling-Konzepte, ja, also wo adiabate Cooling und so weiter benutzt wird. Und Energiemanagement, Monitoring, all solche Sachen, Asset Advisory, also das sind so typisch Sachen, die da besprochen werden. Edge Computing ist natürlich auch etwas, was immer mehr jetzt auch im Rechenzentrumbereich ein wichtiges Thema wird. Diese Frage lässt sich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Also wenn man sich ansieht, also in Züge der digitalen Digitalisierung der Industrie, ne, und IoT, ne, also Industrie-IoT und dergleichen, ne, dann sieht man und auch latenzkritische Anwendung, Edge Computing wird da ein Riesenthema sein. Ne, also die Anbindung an Riesenrechenzentren ist eben für so lokale Anwendungen nicht immer das Richtige. Also brauche ich an der Edge etwas, wo ich diese Daten direkt schon verarbeite. Also daher glaube ich, dass Edge-Infrastruktur immer wichtiger sein wird und auch die Skalierbarkeit dieser Lösung. Das Schöne daran ist eben, dass es wirklich mit den Unternehmen mitwächst. Wenn man sich die Kostenstruktur eines Rechenzentrums anschaut, dann muss man wirklich sagen, dass der größte Kostenblock ist immer noch Klimatisierung. Also in der Klimatisierung kann man wirklich sagen, da muss man Techniken anschauen wie freie Kühlung. Ja, und freie Kühlung, und wenn man das dann nochmal kombiniert, ja, also mit adiabater Kühlung, dann kann man wirklich mit Außentemperaturen von 28 Grad trotzdem freie Kühlung nutzen. Ja, und da kann ich natürlich unheimlich viel Energie sparen. Ja, und damit habe ich dann auch weniger CO2-Emissionen. Bisher war es ja immer so die Bleisäuren-Akkus, die im Rechenzentrum zum Einsatz kamen. Wenn man sieht jetzt aber, dass immer mehr Lithium-Ionen-Batterien im Einsatz kommen. Und Lithium-Ionen haben wirklich ein paar Charakteristiken, die sehr interessant sind. Ne, also einerseits, ich brauche weniger Wartung. Ne, also die Lebensdauer ist wesentlich länger, dieser Batterietechnologie. Und wenn man sich anschaut, der Stellplatz,
hat sich dann auch wesentlich verringert. Ja, also das sind so wirklich Vorteile bei Lithium-Ionen, wo wir glauben, dass diese Technologie im Rechenzentrum sicherlich zum Einsatz kommen wird. Auch im Edge-Bereich, weil im Edge-Bereich ist es natürlich so, dass Platz und Möglichkeit und Zugang, also Zugang haben zur Lösung, ist natürlich immer so ein Thema. Also darum wird sich da Lithium-Ionen durchsetzen. Ja, man sieht sogar jetzt auch in den einphasigen Bereich, dass in den einphasigen USV-Anlagen auch da schon Lithium-Ionen im Einsatz kommen. Ja, also auch da in kleineren Edge-Lösungen wird das sicherlich interessant sein. Und die Easy UPS ist eine dreiphasige Lösung, die auch vor allem im Industriebereich sehr gut einsetzbar ist. Also nicht, also sagen wir, wirklich aus dem RZ-Bereich raus, sondern mehr zugeschnitten auf Industrieanwendungen, weil auch da, ne, also wenn man sich überlegt, Maschinen werden immer intelligenter, aber brauchen dadurch auch, sag ich mal, wesentlich mehr Pufferung und so weiter, um die Daten dann trotzdem zu speichern. Ja, und die Easy UPS ist wirklich in dem, sagen wir mal, in dem Segment genau das richtig, sehr einfach anzuschließen und, sagen wir mal, vom Preislichen her auch sehr günstig angesehen. Ich kann die Lithium-Ionen da anschließen, aber muss nicht. Also das ist ja meistens so bei unseren USVs. Ich kann Lithium, also die meisten unserer USV-Anlagen jetzt von der neuen Generation sind Lithium-Ionen kompatibel. Ich muss es aber nicht ansetzen. Also da kann unser Kunde sich immer selber entscheiden, im Dreiphasigen-Bereich. Im Single-Phase muss man sich entscheiden, ob man die Lithium-Ionen-Version nimmt oder die normalen.